Hallo Leute, herzlich willkommen im Otterzentrum Hankensviertel. Das hier ist, oh Gott, noch vor dem Eingangsbereich quasi für Lau. Kannst du das hier erleben und du hast hier eine schöne Naturerlebnisbrücke. Fragezeichen kenne ich noch aus meiner Kindheit. Die Frage ist ja immer formuliert, kann man das Wasser aus dem Biedernagler See trinken? Und wenn du das aufklappst, wird das Fragezeichen zu einem Ausrufungszeichen. Ja. Cool, ne? So, wir sind drin im Otterzentrum Hankensbüttel und es gibt hier ganz viele Experimentierstationen. Experimente, die sogar richtig interessant sind. Hier hast du beispielsweise die Abdrücke von verschiedenen Tieren, wie zum Beispiel Otter, Dachs, Steinmarder und der Otterhund. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt einen Otterhund, der läuft hier sogar rum. Werde ich euch natürlich zeigen. Hopp. Hey, was so, jetzt kommt das lange, lange Eingangsportal. Ein Wegweiser hinter mir. Ist ja ganz nett, man sieht, was es hier alles gibt, aber es geht aktuell nur da lang. Also brauche ich noch keinen Wegweiser eigentlich. Es wird schummrig. Da ist er. Hallo, ihr Dachs. Man darf nicht vergessen, das sind nachtaktive Tiere. Also hier ist natürlich jetzt nicht die Mega-Action. Dafür gibt es natürlich die Fütterungszeiten, wo die Tiere alle rauskommen. Wir haben an der Kasse so einen Plan gekriegt und wurden dann auch nochmal sicherheitshalber darauf hingewiesen, dass ja heute die Winterzeit begonnen hat. Dass man sich da mit den Fütterungszeiten nicht vertut. Wo müssen wir lang? Ich würde sagen, wir gehen hier einfach hoch. Warte mal, ja, wir gehen nach da hinten. Und ja. Das hier war ich doch immer zuletzt. Nee, hier, genau, hier ist eigentlich so die Ecke, wo man immer zum Schluss hingeht. Okay. Wir müssen irgendwo falsch abgebogen sein. Ach, aber hier ist der schöne Weg. So, ein kleiner Baumwipfelpfad. Gut, ob klein oder groß, kann man sich jetzt drüber streiten. Denn hier kannst du schön rumrennen. Jetzt habe ich gerade erzählt, das ist der Baumwipfelpfad, aber das hier ist nur so eine kleine Naturbrücke. Ja. Der kommt erst noch, ne? Der große Rundgang da. Jetzt kommt die Steinmarderscheune. Ob man sich da, ja, jetzt sind wir richtig, ob man sich da Kaffee und Kuchen holen kann, wie letztes Mal auch. So der schönste Teil des Parks, ne? Marderhausen. Kann ich dir helfen, Hase? Ach, geht. Okay. Wechsel. Alter Hyundai. Schatz, ob der noch durch den TÜV kommt? Nicht?
Warum nicht? Meine ist zerdellt. Vielleicht fährt der 1A. Ja, noch ein. Nicht mal ein Standplatten, das Ding. So, das ist jetzt der Baumwipfelpfad. Nicht das kleine Teil, was ich da vorne als solches präsentieren wollte. Und es ist sehr rutschig hier. Ah, hier geht die Führung gerade weiter. Und da sitzt der Otterhund. Gucke mal, wollen wir ihn besuchen? Ja. Tja, so ein Tierpark mit Hunden hast du auch nicht jeden Tag, ne? Das ist ja kein Hund, das ist ein Marderhund. Ein Otterhund. Ein Otterhund. Ja. Ein Marderhund. Das sieht irgendwie. Also der Otterhund hinter mir. Interessante Info, es wird geschätzt, dass es weltweit gerade noch 1000 Hunde gibt. Und natürlich nimmt der Bestand weiter ab. Ja. Der Otterhund ist nicht mit dem Otter gekreuzt worden, sondern er wurde ursprünglich mal für die Jagd auf Otter gezüchtet. Und nur ganz wenige Züchter dürfen das aktuell auch noch tun. Wir gehen jetzt schon mal weiter, denn wenn die da gleich mit ihrer Rede fertig ist, dann gehen die Massen natürlich alle hier lang. Und da kommt ja gleich dieses kleine Floß, wo man sich an dem Seil langhangeln kann. Da ist es! Da ist Floß! Jawohl! Warte. Oh! Nicht alleine ziehen? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, du musst auf die andere Seite. Abfahrt! Abfahrt! Kannst du mir doch helfen? Ja. Bin ich durch ein Spinnennetz gefahren. Oh. Hatte eben schon tote Fliegen hier im Gesicht. Ja. Trau dich. Trau dich. Da dürfen wir zwei Tage rumkommen. Ja, Lilly wiegt ja nix. Ich gehe nur mal auf die andere Seite. Ja. Bist dir jetzt was gefallen? Nein. Ich kann nicht mehr. Ja, Pech gehabt, musst weitermachen. Guck mal, der Baumstamm ist offen. Und eine Scheibe wurde eingezogen. Ob der so gewachsen ist? Bestimmt nicht. Aha. So wenig Platz hätte ein Nerz, wenn er so groß wäre wie ein Mensch. Nennt sich Tiny House heutzutage. Ja. Das ist stehen geblieben, ne? Ging doch. Der ist nicht ein bisschen blöd. So, wir fahren noch einmal mit dem Floß, diesmal von der anderen Seite, wo der Zugang ein bisschen schwieriger ist. Ei! Ah doch, es geht. Scheiße! Ah! Scheiße! Oh, Kacke!